Öffnet! La Martiniere, öffnet! Nachtbube, ihr Einfältiger! Öffnet! Schert euch nach Hause, Trunkenbold! Hier ist keine Schenke! Ich bitte euch um alles in der Welt, öffnet mir! Es geht um Leben und Sterben! Ich muss das Fräulein von Sküderich sprechen! Um 3 in der Nacht seid ihr besessen? Mein Fräulein schläft. Das Fräulein von Sküderich schläft nicht. Ich sehe Licht an ihrem Fenster. Sie schreibt wie immer bis spät in die Nacht. Ich bringe ihr etwas, was mehr wert ist als das Buch, an dem sie schreibt. So kommt am Tage wieder frecher Bursche. Das, was ich bringe, scheut das Tageslicht. Das soll mir Vertrauen machen? Vertrauen oder nicht, ich flehe euch an um Christi heilig Blut. Lasst mich ins Haus. Wenn ihr den höchsten Namen freventlich missbraucht, wird euch der Himmel strafen. Öffnet! Gut, ich öffne euch. Himmel! Ihr seht ja ganz verwildert aus. Ich bin verwildert und ich weiß warum. Was habt ihr da in eurer Hand? Ein Stilett! Erschreckt nicht, Martinier. Das Stilett ist nicht für euch und auch für keinen anderen. Es ist für mich. Es wird mich schweigen lehren, wenn man mich zum Sprechen zwingt. Und nun führt mich zu eurem Fräulein. Verwegener Bursche, glaubst du, ich lasse dich bewaffnet in das Zimmer meines Fräuleins? Sag mir, was du zu sagen hast. Und ich sag's dem Fräulein. Und wenn sie helfen kann, hilft sie bestimmt. Das weiß ich. Deshalb komme ich zu ihr. Sie ist der Trost der Hoffnungslosen und Bedrängten. Doch was ich sagen will, sag ich nur ihr. Führ mich zu ihr! Nicht einen Schritt! Ich schreie um Hilfe! Sei still! Siehst du die Fackeln dort? Das ist die Marie-Chaussee. Die Marie-Chaussee? Nachbartreue. Um Himmels Willen, nehmt dies Kästchen an. Gebt es dem Fräulein von Sküderich. In ihren Händen ist's gut aufgehoben und wird nicht länger Tod und Not bewirken. Ich fliehe, macht ihn ihr. Nehmt das Kästchen und vergesst für immer, wer es euch gegeben hat. Wort ist er. Was ist mit dem Kästchen? Lasst sehen. Ein stählernes Kästchen, sauber ziseliert. Wer weiß, was es enthalten mag. Die Neugier plagt mich. Soll ich's öffnen? Nein, ich bring's dem Fräulein. Sperrt alle Seitengassen ab! Leuchtet in alle Winkel und Ecken. Diesmal entkommt er uns nicht, der dunkle Schatten. Wir haben unseren Fisch im Netz. Die Marie-Chaussee, die Nachtpatrouille. Weh dem, der in ihren Klauen ist. Es ist besser, ich ziehe mich still ins Haus zurück. Heda! Wer seid ihr? Wartet, was sucht ihr hier? Kennt ihr mich nicht, Leutnant Degré? Ach, ihr seid's, Martinier. Die Dienerin des Fräulein von Sküderich. Was wollt ihr auf der Straße? Warum schlaft ihr nicht? Fragt nicht so dumm, Leutnant Degré. Wer soll denn schlafen können bei dem Lärm, den ihr vollführt? Wir lärmen nicht zum Spaß. Wir fangen Fische. Ich sehe gern beim Fischefangen zu. Die Neugier ist oft stärker als die Angst. Ihr könntet eure Neugier teuer zahlen. Nur wenig Schritte von hier, vorm Haus des Goldschmieds Cardillac. Kennt ihr das Haus? Wer kennt es nicht? Vorm Haus des Goldschmieds Cardillac lag wiederum ein Toter, ein Kavalier von Stand, ermordet und beraubt. Um Himmels Willen. Und so geht's beinahe Nacht für Nacht. Und immer ist derselbe Stich, dieselbe Wunde. Ein Degenstich? Nein, ein Stilett. Nicht wahr? Da zittert ihr. Ein Stilett. Gott sei der armen Seele gnädig. Das soll der Priester sagen, wenn wir ihn erwischen. Und wir erwischen ihn, den dunklen Schatten. Verlasst euch drauf. Was tragt ihr da in eurer Hand? Ach, das ist ja nur ein Kästchen. Ja, ein Kästchen, dem bewahre ich meine Schlüssel auf. Dann geht in euer Haus zurück und schließt gut zu. Die Straßen von Paris sind voll von Mord und wir jagen einem dunklen Schatten nach, der sich beim Näherkommen in leere Luft auflöst, als habe ihn die Erde verschluckt. Mein Fräulein, edles Fräulein Sküderich. Was gibt es, Martinier? Warum so aufgeregt? Ein Mord, mein Fräulein. Eben ist ein Mord geschehen. Woher weißt du das schon? Noch ist die Tinte feucht auf dem Papier und du weißt schon, was ich geschrieben habe. Ich spreche nicht von dem Roman, an dem ihr schreibt. Erwacht aus euren Träumereien. Es ist Wirklichkeit. Was hab ich mit der Wirklichkeit zu tun, Martinier? An meine Türe klopft sie nicht. Sie klopft an eure Türe, edles Fräulein. Hörtet ihr das wüste Poltern nicht? Du weißt doch, wenn ich schreibe, sehe und höre ich nichts. Wie könnte ich Romane schreiben, wenn ich von der Unwelt Kenntnis nehmen. Erwacht, mein Fräulein, an eure Türe hat der Mord geklopft. Ich glaube, jetzt schreibst du Romane. Es hat geklopft, sagst du. Nun gut, wer klopfte? Ich lag in tiefem Schlaf. Da poltert's an der Türe. Draußen steht ein junger Mann und fleht um Christi Heiligblut um Einlass. Ich glaubte seinem Schwur und öffnete ihm. Er dringt ins Haus, zieht ein Stilett hervor und fordert, rasch zu euch geführt zu werden. Jetzt träumst du, Martinier.
Du erfindest einen liebestollen Bewerber für mich mit meinen 73 Jahren, was mir mit 23 nicht geschah. Ich träume nicht, ich sage, wie es war. Ich wehre den tollen Burschen ab. Er lässt nicht locker. Schon fürchte ich das Schlimmste. Da vernehme ich Stimmen. Die Marie-Chaussee naht sich mit Fackeln, eine starke Nachtpatrouille. Da schreckt der Bursche auf. Man sucht mich, ruft er und läuft auf und davon. Du träumst, als seist du Dichterin, nicht ich. Ist dieses Kästchen Traum? Er gab es mir. Ich soll's euch geben. Dies Kästchen gab er dir? Dies Kästchen ist kein Traum. Ein Kästchen, blanker Stahl, Handschmiedearbeit, mit Ziselierung reich verziert, zur Seite eine Feder. Wenn man sie drückt, lässt sie sich öffnen. Öffnet es nicht, mein Fräulein. Es stammt von einem Mord. Die Straßen von Paris sind voll von Mord. Allnächtlich liegen Tote vor den Häusern und alle mit demselben Dolchstich in der Brust. Vielleicht enthält das Kästchen Gift. Was weiß ich? Wer soll mir, altem Fräulein, Böses wollen? Nur Mut. Ich öffne es. Um Himmels Willen. Sehe ich recht? Das Kästchen voll bis an den oberen Rand, voll von Juwelen und Geschmeiden. Ein Schmuck, wie keine Königin ihn trägt, da blitzen Diamanten, bunt wie Regenbogen, Smaragden leuchten wie besonders Laub, Opale schimmern wie gefrorene Tränen und blutrot glühen die Rubine. Es ist das Blut, was an dem Schmuck klebt. Aquamarine, bläulich wie ein Frühlingsmorgen und Amethyste, eines Erzbischofs würdig. Und Perlenketten. Perlenketten. Das funkelt und das glänzt. Für eine Fürstin ist der Schmuck gemacht, für eine Krönungsfeier, eine königliche Morgengabe. Sieh diesen Solitär. Ein Kleinod ist's für eine Frau, die selbst ein Kleinod ist. Nimm mir das Kästchen ab. Verschließ es. Ich will es nicht mehr sehen. Gib es zurück. Zurück? An wen? Der Meuchelmörder, der es euch ins Haus gebracht. Er gab nicht Name und Adresse an. Kein Wappen, kein verschlungener Namenszug. Ein kleines Zettelchen, ihr habt es übersehen. Ein Stückchen Löschpapier. Gib's her. Nehmt, edles Fräulein, diesen Schatz in eure Obhut. Er brachte allen Unheil, die ihn trugen. Es liegt ein Fluch auf ihm. Niemand darf wissen, dass ihr ihn besitzt. Die Zeit wird kommen, da der Bann gebrochen ist. Dann trete ich wieder frank und frei vor euch und fordere ihn zurück. Vertraut mir, wie ich euch vertraue, dem edelsten und reinsten Fräulein Frankreichs. Was heißt das, Martinier? Das heißt mit einem Wort, man macht euch zur Gehilfin, Mitwisserin und Hehlerin zur gleichen Zeit. Man zieht euch in die Schuld hinein, man verstrickt euch ins Komplott, man legt euch Schweigen auf und wenn ihr schweigt, seid ihr im Unrecht. Wenn ihr das Schweigen brecht, seid ihr verloren. Ein teuflisch ausgeheckter Plan, habe ich nicht recht, mein Freund. Vielleicht, doch was ist Schuld? Wo fängt Verbrechen an und wo beginnt Verstrickung? Käme jetzt die Marie-Chaussee zu mir ins Haus und fände sie das Kästchen mit dem Schmuck. Bin ich da schuldig? Nun freilich bin ich Fräulein von Scudery, von Ruf und Namen unantastbar. Zu mir kommt keine Marie-Chaussee. Sie kommt zu euch, mein Fräulein, geht ans Fenster, seht auf die Straße, die Marie-Chaussee, die Nachtpatrouille, die Polizei des Blutgerichts. Sie kommt zu eurem Haus, wenn sie bei uns das Kästchen finden. Weh uns! Öffne das Fenster, Martinier. Gebt Raum, ihr Leute! Platz der Marie-Chaussee! Wir haben unseren Fisch gefangen! Seht euch den Burschen an! Himmel! Er ist's! Derselbe ist's, der uns das Kästchen brachte. Er ist's, der Räuber, der Meuchelmörder! Der dunkle Schatten! So sieht ein Mörder aus? Dies ehrliche Gesicht in Tracht und Ausdruck wie ein braver Handwerksmann? Und wisst ihr, wer er ist? Es ist Olivier Brusson! Goldschmiedgeselle beim ehrenwerten, hochgeschätzten Meister Cardillac, dem Juwelier! Daher das Kästchen mit dem Schmuck. Oh, jetzt verstehe ich alles. Hört her, ihr Leute! Olivier Brusson
hat seinen Meister, den ehrenwerten Juwelier und Goldschmied Cardillac, heute Nacht ermordet. Nein! Es ist nicht wahr! Ich flehe euch um Christi Willen an! Glaubt mir, er ist kein Mörder! Aha, Madelon, des Goldschmieds Töchterlein, in Tränen aufgelöst. Ja, du hast Grund zum Jammern. Brusson ermordet deinen Vater und du nimmst ihn in Schutz. Brusson, Olivier Brusson ist mein Verlobter. Er liebt mich. Wir sind versprochen und mein Vater billigt es. Olivier ist schuldlos, lass ihn frei! Und wer soll sonst der Mörder sein? War jemand noch im Haus? Nur er und du. Du bist wohl selber ins Komplott verstrickt. Nimm dich in Acht. Das Blutgericht kann stumme Sprechen machen. Geschweige dich. Ich schwöre bei allem, was mir hoch und heilig ist. Olivier ist schuldlos. Genug geschwatzt. Macht Platz, ihr Leute. Die Maréchaussee hat ihren Fisch gefangen. Der dunkle Schatten ist dir diesmal nicht entwischt. Führt ihn ab. Olivier! 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 Das Rätsel ist gelöst. Er ist der Mörder. Und wir haben den geraubten Schmuck im Haus. Was sollen wir tun? Bring das Mädchen zu mir. Welches Mädchen? Was fragst du? Madelon, die Tochter Cardillacs. Wen sonst? Madelon? Die Braut des Räubers und des Meuchelmörders? Was weißt du, was sie ist? Bring sie zu mir ins Haus. Habt ihr denn keine Augen? Seht ihr nicht, wie dieses Mädchen hilflos auf der Straße liegt, von Gott und aller Welt verlassen? Habt ihr denn kein Gefühl? Nicht mal ihr Leute aus dem Volk für euresgleichen? Seid ihr denn so verderbt durch unser schlechtes Beispiel, durch unsere Adelssitten, unsere Hofgesellschaft, die sich um nichts als ihren Vorteil kümmert und die kein Unglück, wenn es nicht ihr Unglück ist, bekümmert? Wenn das so ist, bin ich nicht adlig. Wie kann man einen Menschen hilflos lassen? Wo soll das Mädchen hin? Ins leere Vaterhaus? Ins Zimmer, wo der Tote lag? Ich sag dir, bring das Mädchen zu mir. Ihr seid sehr adelig, Fräulein Scuderi. Man nennt euch überall den Trost der Hoffnungslosen und Betrübten. Das sind nur leere Worte, wenn man es nicht beweist. Bring Madelon zu mir. Tritt näher, Madelon. Ja, mein Fräulein. Warum weinst du nicht? Lass doch den Tränen freien Lauf. Ich habe keine Tränen mehr, mein Fräulein. Wenn du keine Tränen mehr hast, hast du noch Worte? Wenn ihr mich fragt, vielleicht. Wenn ich dich frage. Ja, was soll ich fragen? Muss nicht jedes Wort von mir zur Folter für dich werden? Frag trotzdem, Fräulein. Wie kommt's, dass ich dich noch nie gesehen habe? Ich habe mein Vaterhaus fast nie verlassen. Dein Vater ist der Goldschmied Cardillac. Er war es, mein Fräulein. Verzeih mir, Madelon. Du liebtest deinen Vater? Er war der beste Vater auf der Welt. Kein Missverständnis? Keine leichte Trübung? Niemals, mein Fräulein. Auch nicht als Nun, du weißt, von wem ich spreche. Ach, Fräulein, wusste ich es denn selber? Als Olivier ins Haus kam, war ich noch ein Kind und schüchtern wie ein Kätzchen. Ich hatte Angst vor Olivier. Er war so groß und stark und wie ein Kätzchen zauste ich ihn am Ohr. Ja, manchmal kratzte ich auch und Vater stand dabei und lachte und sagte, nimm dich in Acht, Olivier. Die Kleine hat Krallen unter den Sammetpfötchen. Versuch nicht, sie zu streicheln, denn sie beißt. Und ich errötete und wusste nicht, warum. Oh, Fräulein, könnt ihr wissen, wie es ist, verliebt zu sein und nicht zu wissen, dass man liebt? Wer sagt dir, jungen Ding, dass ich's nicht weiß? Deshalb rief ich dich nicht. Ich habe andere, härtere Fragen an dich zu stellen. Erzähl mir, wie es geschah. Wie es geschah? Oh, es geschah nicht, mein Fräulein. Ist nicht dein Vater tot? Sprech doch das Grässliche nicht aus. Verzeih, Madelon. Und wie geschah es? Es war zur frühen Morgenstunde. Ich lag tief im Schlaf. Ich träumte und ich ahnte nichts.
Da poltert's an die Tür von meiner Kammer. Magno, mach auf. Schlaftrunken öffnete ich. Da stand Olivier mit wirrem Haar und Blick und seine Hände waren blutbedeckt. Und Olivier tritt taumelnd ein und ruft... Wach auf, Madelon. Dein Vater, unser Vater liegt im Sterben. Ich schrie laut auf, um den bösen Traum, es konnte doch nur ein Traum sein, was ich sah, zu verscheuchen. Vertrau mir, Madelon, und folge mir. Im Zimmer lag mein Vater, eine tiefe Wunde in der Brust. Mit jedem Pulsschlag strömt sein Leben aus. Er ist der Sprache nicht mehr mächtig. Mit unserer Hilfe richtet er sich mühselig mit halbem Leib auf. Sein Blick schwankt zwischen Olivier und mir. Dann fasst er unsere beiden Hände und fügt sie ineinander. Somit verlobt er uns an seinem Sterbebett. Hat je ein Sterbender die Hand gesegnet, die ihn erschlug? Verlobte jemals ein Ermordeter die eigene Tochter an den Mörder und macht in den letzten Atemzügen sie zur Braut? Olivier ist schuldlos und ich bin ihm verlobt nach eigenem Willen und mit meines Vaters Segen. Es spricht der beste Advokat aus dir, mein Kind. Und niemand könnte besser dich verteidigen als du selbst. Jedoch, wer bürgt mir, dass du nicht des Teufels Advokat bist, dass deine Worte nicht ein höllisches Gewebe von Lüge und Verstellung sind? Fragt mich nach allem, was ihr wollt, Fräulein, und wenn ihr eine Lüge findet, so jagt mich fort! Wer war im Hause außer dir und Olivier? Zwei arme alte Pfründner, die zur ebener Erde wohnen. Sie hüten nachts das Tor, sie haben leichten Schlaf. Auch wenn sich jemand heimlich einschleicht, merkten sie's? Sie mussten's merken, denn das Haustor knarrt und eine rostige alte Glocke schlägt Alarm, sobald man nur die Türe spaltweit öffnet. In unser Haus geht keiner aus und ein, dass man es nicht im letzten Zimmer hört. Und einen anderen Zugang gibt es nicht? Ich bin im Haus geboren und ich kenne keinen. Gedenkst du damit, deinen Liebsten zu entlasten? Ich denke gar nichts, edles Fräulein. Ich vertraue auf die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dein Vater ward ermordet. Im Haus war niemand außer dir und Olivier. Kein Fremder hat das Haus betreten und verlassen. Und bei dem Toten fand man eine Waffe. Kennst du die Waffe? Ich kenne sie. Es war des Vaters eigenes Stilett. Er hat es selber hergestellt aus Lust am Handwerk. Es war sehr kunstvoll ziseliert und Olivier hat ihm dabei geholfen. Ja. Willst du ihn denn mehr und mehr ins Unheil stürzen? Erst bringst du den Beweis, dass sich kein Dritter eingeschlichen haben kann. Und jetzt beweist du auch, von wem die Waffe stammt. Ich kann nichts anderes sagen als die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Des Teufels Advokat bedient sich neuerdings der Wahrheit, solange man ihm nicht das Gegenteil beweisen kann. Ich aber habe Beweise. Kennst du das Kästchen hier? Ich kenne es. Es ist aus meines Vaters Werkstatt. Gewiss. Kein anderer als der Goldschmied Cadillac kann so ein Kästchen schmieden. Ich öffne es vor dir. Sieh selbst, was es enthält. Ein Schmuck, wie keine Königin ihn trägt. Da blitzen Diamanten, bunt wie Regenbogen. Smaragden leuchten wie besonntes Laub. Opale schimmern wie gefrorene Tränen. Und blutrot glühen die Rubine. Vielleicht ist's Blut, das an dem Schmuck geklebt. Blut deines Vaters. Nein! Weißt du, wer mir das Kästchen nachts ins Haus gebracht? Nenn ihn! Er ist der Mörder meines Vaters! Dein Bule war's. Dein Olivier. Er ist der Mörder deines Vaters. Er stieß ihn mit dem eigenen Dolch nieder. Er raubt ihm den Schmuck und brachte ihn mir zu. Er ist der Teufel und du bist sein Advokat. Ich schwöre euch bei allem, was mir hoch und heilig ist. Spar deine Schwüre für den Richter auf. Fürchterliche Larigny, das Blutgericht, das keine Strafe außer Strick und Holzstoß kennt. Renny ist nicht so fürchterlich wie die Verbrecher, die er verfolgt. Ja, freilich ist er hart. Wie sollte er weich sein, wenn auf den Straßen von Paris Mord und Totschlag herrscht? Er wird die Wahrheit finden. Frag mich nur nicht, wie. Ein offenes Geständnis würde manche Peiner sparen. Gestehe, Madelon. Was gibt es denn zu gestehen, wenn es nicht die Wahrheit du ist? Du und die Wahrheit. Gewiss, bisher hast du leicht lügen können, weil du nicht wusstest, dass das Kästchen bei mir ist und dass ich den Beweis in Händen habe. Nun aber, da du's weißt, wird es dir schwerfallen, die sogenannte Wahrheit zu behaupten. Ich frage dich die letzte Frage und da wird dir das Wort im Halse stecken bleiben. Was sagte Olivier, als er den Vater sterbend fand, ein Unfall? Dass er ins Messer fiel? Dass sich der Vater selbst getötet habe? Denke gut nach, bevor du sprichst.
Von deiner Antwort hängt sein Leben ab und deine Freiheit. Wollt ihr mich denn um jeden Preis zum Lügen bringen? Kann ich die Wahrheit unwahrscheinlich sein? Nun gut, ich fragte Olivier, mehr mit den Augen als mit Worten, wie das Entsetzliche geschah. Und Olivier noch selber starr vor Schrecken berichtete. Ich fand den Vater sterbend auf der Straße. Ich trug ihn eigenhändig hier ins Haus. Davon sind meine Hände und mein Wams so blutig. Ich zog ihm das Stilett aus seiner Wunde. Sein eigenes Stilett, das ich mit ihm geschmiedet. Wer's ihm in die Brust gestoßen hat, ich war es nicht. Du musst mir glauben, Madelon. So sprach er. Und ich glaubte ihm. Du glaubtest ihm, dies unwahrscheinliche Gespinst von Lüge und Betrug. Ich glaube ihm. Die rostige Tür, sie knarrte nicht, als er den Schwerverwundeten ins Haus gebracht. Ich glaube ihm. Die Glocke, die sonst bis ins letzte Zimmer gellt, blieb diesmal stumm. Ich glaube ihm. Der leichte Schlaf der Pfründners Leute. Sie wachten erst durch meine Schreie auf und riefen nach der Maréchaussee. Und dann war es für jedes weitere Wort zu spät. Doch was er sagte oder nicht, ich glaube ihm. Komm her, Madelon, und sieh mir in die Augen. Sprich nicht. Dies holde Engelsantlitz sollte lügen? Die Perlentränen unter seidenen Wimpern sind Verstellung? Im weißen Lilienbusen schlägt ein falsches Herz. Ich sehe dir in die Augen, Madelon, was sehe ich? Das Mädchen sehe ich, das mir immer vorgeschwebt beim Schreiben. Die Liebende, die an den Liebsten glaubt um alles in der Welt. Du sagst, du glaubst an ihn, an Olivier. Olivier. So sag ich dir, ich glaube an dich, Madelon, um deiner Liebe willen. La Martinière, lass die Karosse schirren. Bring mir mein dunkles Kleid und meinen Spitzenschleier. Geh, spute dich, ich fahre fort. Wohin, mein edles Fräulein? Zu La Reynie, dem fürchterlichen Mann, dem Richter über Tod und Leben. Gott segne euren Weg, Fräulein von Sküderi. Die Ehre des Besuches ist ganz auf meiner Seite, Fräulein von Sküderi. Wie könnte auch ein schlichter Mann wie ich, ein Diener irdischer Gerechtigkeit, es wagen, einer so hochgestellten, hochgeschätzten Frau wie euch, der Zierde unseres Landes, die bescheidene Bitte abzuschlagen, am Schicksal eines überführten Mörders teilzunehmen? Ist Olivier schon überführt? Hat er gestanden? Mein Fräulein, Überführung ist noch nicht Geständnis. Die Kunst der Sprache ist auch mir bekannt. Auch ich kann mit den Worten spielen. Doch wenn ich spiele, tue ich es mit Puppen, Papiergestalten meiner Fantasie. Ihr aber spielt mit Menschen, Fleisch und Blut. Und wo mein Werkzeug Tinte und Papier ist, ist euer Werkzeug Feuer oder Schwert. Den Strick nicht zu vergessen, Fräulein von Sküderi. Hat Olivier gestanden oder nicht? Natürlich nicht. So dumm ist er doch nicht. Im Gegenteil, er ist ein heller Kopf. Er wird sich hüten, schlankweg zu gestehen, bevor wir ihm die Hölle heiß gemacht. Die Hölle heiß gemacht? Was soll das heißen? Genau das, was es heißt, die peinliche Befragung im ersten, zweiten, dritten Grad. Und damit wollt ihr Wahrheit finden, fürchterlicher Mann? Die Wahrheit wissen wir, mein Fräulein. Die Wahrheit ist, dass Meister Cardillac ermordet wurde mit seinem eigenen Stilett. Und dass kein anderer Mensch im Haus war als Olivier, der blutbespritzte Olivier Brisson. Ist das nicht so? Tatsächlich? Tatsachen sind noch kein Beweis, Richter La Reynie. Erst das Geständnis ist Beweis. Und Olivier hat nicht gestanden. Mein liebes Fräulein, nicht umsonst heißt mein Gericht Chambre Ardente. Wir sind ein Feuer-, Schwert- und Blutgericht. Der König hat uns eigens eingesetzt mit aller Machtvollkommenheit. Die Straßen von Paris sind voll von Mord, voll Raubmord. Und immer ist derselbe Stich, dieselbe Waffe und derselbe Täter. Und jetzt, wo wir den Täter endlich haben, da soll ich warten, bis er endlich zum Geständnis sich bequemt? Nein, so bequem mache ich's ihm nicht. Hat Olivier sein blödes Leugnen, sein Gestammel, ich war es nicht, so habe andere Eisen ich im Feuer. Buchstäblich, glühend rote Eisen. Und er wird gestehen. Er ist der Mörder und nicht nur Cardillacs. Wenn er der Mörder ist, was ist der Grund?
gibt es Mord ohne Grund. Der Grund zum Mord? Wir kennen auch den Grund. Der Goldschmied Cardillac war reich. In seinem Haus lag mancher teure Schmuck, manch unerhörtes Kunstwerk an Goldschmiedearbeit. Wir haben Raum für Raum das Haus durchsucht und nichts gefunden. Wo ist der Schmuck? Hier ist der Schmuck. In diesem Kästchen. Seht selbst, da blitzen Diamanten, leuchten die Smaragde, Opale und Rubinen. Ihr sucht den Schmuck? Er ist in meinen Händen. Ich muss gestehen, Fräulein von Scudery, ihr wisst, dramatische Effekte anzubringen. Ich rufe pathetisch aus, wo ist der Schmuck? Und ihr zieht ihn hervor und sagt, hier ist er. Es handelt sich nicht um den Schmuck. Es handelt sich um Olivier und seinen Grund zum Mord. Was sagt ihr nun? Ich gebe mich geschlagen. Gut. Der Grund fällt weg. Es ist kein Raubmord, nur gemeiner Mord. Im Endeffekt verändert sich nicht viel. Anstatt zweimal zum Tode verurteile ich ihn nur einmal. Was macht's? Er hat ja nur ein Leben. Der Mord an Cardillac genügt. Ihr werdet schon bescheidener, Larigny. Warum verdächtigt ihr mich nicht? Wie kommt solch Schmuck zu einem alten Fräulein? Vielleicht bin ich Mittäterin, Mitwisserin und Hehlerin. Gebt euch doch nicht so rasch zufrieden. Sperrt mich doch ein. Vielleicht gestehe ich beim ersten, zweiten, dritten Grad, welch Ruhmesblatt für euer Blutgericht. Fräulein von Scudery, ihr seid doch adlig. Ihr seid Hofgesellschaft, unantastbar. Und Olivier ist's nicht. Oh, ich verstehe. Für unser einen gilt kein Blutgericht. In unser Haus kommt keine Maréchaussee. Wir sind ja adlig. Und mag der Adel noch so faul sein, verrottet und von Lastern ausgehöhlt, denkt ihr, ich kenne sie nicht, die Kavaliere, die Tunichtsgute, Schürzenjäger, die Jeunesse Dorée, die sich nur einmal Mühe gab im Leben, nämlich zur Welt zu kommen, die Testevit und Mioson und wie sie heißen mögen. Wärt ihr nicht ihr und keine Scudery, ihr brächtet euch um Hals und Kragen. Das, was ihr sagt, ist Rebellion. In eurem Munde freilich ist charmante Plauderei. Man hört sie gern. Wie kam der Schmuck in meine Hände? Jetzt fragt ihr mich den Richter aus. Jetzt stellt ihr meinen Scharfsinn auf die Probe. Nun gut, ich nehme den Rollenwechsel an. Wieso der Schmuck in eure Hände kam? Er wurde euch zu treuen Händen anvertraut, auf Vorbehalt für eine spätere Zeit, nicht wahr? Ihr habt mehr Recht, als ihr ahnt. Ich ahne mehr, als euch recht ist. Hier spielt die hohe Politik hinein und Frankreichs Hof wird sehr belustigt sein. Wie kann es hier Belustigendes geben? Führt mich doch nicht aufs Glatteis, liebes Fräulein. Soll ich euch sagen, was ihr besser wisst? Sagt, was ich besser weiß. Der Goldschmied Cardillac. Gott hab ihn selig, ist hochberühmt und Fürstlichkeiten wenden sich an ihn um einer Arbeit willen. Allein er ist, vielmehr er war, denn jetzt ist er ja tot. Er war ein sonderbarer Mann. Er nahm mit Feuereifer jeden Auftrag an und schuf die herrlichsten Geschmeide. Doch wenn er sie dann dem Besteller bringen sollte, erfand er 1000 Redensarten. Er wollte offenbar sich nie von einem Kleinod trennen. So sehr war es ihm ans Herz gewachsen. Nun, hierzulande wusste man ihm beizukommen. Doch als die Königin von England Henriette den aufgetragenen Krönungsschmuck von ihm verlangte, da weigerte sich Cardillac, ihn abzuliefern. Die königliche Hoheit Henriette von England möge einen anderen Goldschmied suchen, von ihm bekäme sie keinen Schmuck. Der Krönungstag in London rückte immer näher und immer noch war Henriette ohne Schmuck. Am Hof von Frankreich lächelt man belustigt und lobte insgeheim den Patrioten Cardillac. Der englische Gesandte mischt sich ein und sprach von Wolken am politischen Himmel. Und schließlich hätte man den guten Cardillac ja zwingen müssen, bei ihm das Haus durchsuchen und den Schmuck ihm nehmen. Was aber tat der tolle Cardillac? Ja, nennt ihn ruhig toll, nennt ihn besessen, dass er sich nie von seiner Arbeit trennen mochte. Was also tat der tolle Bursche? Er trug den Schmuck zu euch, zu Fräulein Scudery. Wer hätte ihn bei euch gesucht? Auch nur vermutet. Ein Meisterstück von Meister Cardillac, dem größten Goldschmied aller Zeiten. Nun,
Bin ich recht im Bilde, Fräulein Scuderi? Nein, ihr seid falsch im Bilde. Nicht Cadillac hat mir den Schmuck gebracht. Wer sonst? Olivier Brusson. Und wann? Dieselbe Nacht, da Cadillac ermordet wurde. Nun sag mir selbst, ist Olivier der Mörder oder nicht? Er ist es nicht. Was habt ihr für Beweise? Keine. Auf was beruft ihr euch? Auf meinen Glauben. Wir sind nicht in der Kirche, Fräulein Scuderi. Was für ein Glauben? Mein Glauben an die Tränen eines Mädchens. Verzeiht, von Mädchentränen halte ich nicht viel. Ist es die Madelon, des Goldschmieds Töchterlein? Verlasst euch drauf. Sie wird noch einmal weinen. Und mehr als trügerische Mädchentränen. Ja, sie wird heulen, offenen Mundes schreien. Die Tränen werden ihr vor Schreck versiegen. Wir sind Chambre Ardente. Versteht das wohl. Sie war dabei, sie war im Haus, als Olivier den Cardillac erstach. Ihr irrt, denn Cardillac ward nicht im Haus erstochen. Wo sonst? Auf offener Straße, in tiefdunkler Nacht. Dort fand ihn Olivier und brachte schwer verwundet ihn ins Haus. Auf offener Straße? Nacht? So dunkel, dass man nichts als dunkle Schatten sieht? Ich weiß nicht, Fräulein Scuderi, ob es eure Absicht ist, durch eure edelmütige Anteilnahme mir den Olivier ins Netz zu treiben. Ihr wollt sein Anwalt sein. Nein? Ihr belastet ihn. Ja, freilich wisst ihr das noch nicht. Ihr werdet's wissen. Man schicke den Patrouillenführer, Leutnant Degret, zu mir. Ich stehe zu euren Diensten, Präsident. Da steht ihr. Und ich rate euch, gut zu stehen, Leutnant Degret. Gab ich zu einer Klage Anlass, Präsident? Noch nicht zu einer Klage. Sonst wärt ihr nicht hier und längst durch einen anderen abgelöst. Doch zu Bedenken. Bedenken? Welcher Art, mein Präsident? Bedenken der Klarheit eures Geistes. Ihr tischtet öfters Ammenmärchen auf von dunklen Schatten, die in nichts zerfließen, in leere Luft, als habe die Erde sie verschluckt. Wie soll ich's anders schildern, Präsident? Wie oft schon jagten wir nach einem neuen Mord auf offener Straße einem geheimnisvollen, dunklen Schatten nach, bis wir ihn schließlich rundum eingeschlossen hatten, nur wenig Schritte noch, wir haben ihn, und plötzlich ist der dunkle Schatten fort, als hab die Erde ihn verschlungen, wie in die Luft geblasen, auf festem Boden und an einer langen, fugenlosen Mauer vor einem fest verschlossenen Haus. Vor welchem Haus? Vorm Haus des Goldschmieds Cardillac. Mit einem Wort? Der Fisch war schon im Netz. Doch wie ihr nachseht, war es leer. Mein Kompliment. Ich habe trotzdem meinen Fisch gefangen. Doch nicht auf offener Straße, wo die Morde vor sich gingen. Gewiss, es ist ein Fisch. Ein Fischlein. Ein Handwerksbursche, der den eigenen Meister umgebracht. Kein übler Fang. Doch nicht der Massenmörder, den wir suchen. Ihr seid kein guter Fischer, Leutnant. Wie kann man einen dunklen Schatten fangen, Präsident? Wir halten jeden auf der Straße an. Natürlich keine Kavaliere aus der Hofgesellschaft. Ja, das fehlte noch. Und schleppen jeden mit uns, der verdächtig scheint. Oh ja, ihr habt schon manchen Trunkenbold erwischt, der sich bei euch den Rausch ausschlief. Und einmal selbst den guten alten Cardillac, wie der erschrak, als wir ihm mit der Fackel ins Gesicht geleuchtet. Der Meister Cardillac? Erzählt mir das. Er war im Schlafrock und mit Zipfelmütze, stellt euch vor. Er zitterte vor Angst, als wir ihn packten und wimmerte. Ihr lieben Herren, wie dankbar bin ich euch. Ich ging ein wenig frische Luft zu schöpfen, im Schlafrock und mit Zipfelmütze, wie ihr seht. Ich zittere vor Angst. Bringt mich nach Hause, liebe Herren. Im Schlafrock und in Zipfelmütze, so wie er ermordet wurde. Was tatet ihr, Leutnant Degret? Wir brachten ihn in Schlafrock und in Zipfelmütze zu seinem Haus und sagten ihm, er sei ein Hasenfuß. Auf ihn hab's niemand abgesehen. Da irrte dir, Degret. Auf ihn war's abgesehen. Denn nicht in seinem Hause wurde er ermordet, nein, auf der Straße wurde er erstochen. An eben jener langen, fugenlosen Mauer, vor der sich euer dunkler Schatten immer auflöst. Wie?
Wie wisst ihr das, mein Präsident? Fräulein von Scudery hatte die Güte, mich über diesen letzten Zweifel aufzuklären. Und ihr, Leutnant Desgrais, habt mehr gefangen als ein Fischlein. Ihr habt den großen Fisch gefangen. Mein Kompliment, in allem Ernst. Oberst Desgrais, ich danke euch. Nun, Fräulein von Scudery, die Kette ist geschlossen. Ihr Schützling Olivier, er ist der dunkle Schatten. Er ist der Massenmörder, Massenräuber, den wir suchen. Uns fehlte der Beweis. Ihr habt ihn uns geliefert. Ich danke euch verbindlich, Fräulein von Scudery. Habt ihr noch irgendwelche Wünsche? Ich wünsche, Olivier zu sprechen. Wie könnte ich einer hochgestellten, hochgeschätzten Frau wie euch, der Zierde unseres Landes, den bescheidenen Wunsch verweigern? Führt Fräulein Scudery zu Olivier, dem Massenmörder, ins Gefängnis. Kennt mich Olivier Brusson? Ich kenne euch, edles Fräulein von Scudery. Sagt mir, wo ist Madelon? In meinem Hause, Olivier. Seid unbesorgt. Sie ist in Sicherheit. Dann habe ich weiter nichts zu fragen und zu wünschen. Ich kam zu deinem Schutz, zu deiner Hilfe. Ich weiß, mein Fräulein. Wir sind allein. Kein Richter hört und kein Wächter lauscht. Sprecht frei. Wenn ich das könnte, täte ich's. Was hindert dich daran? Das sage ich nicht. Darüber schweige ich. Wie kann ich helfen, wenn du schweigst? Ich schweige, wo ich muss. Und ich werde ewig schweigen. Doch, wenn ich fragen darf, glaubt Madelon an mich? Sie glaubt an dich mit aller Stärke ihres Herzens. Wenn Madelon mir glaubt, dann ist alles gut. Der Glaube Madelons wird dich nicht retten, Olivier. Der Richter muss dir glauben. Nichts wird der Richter glauben, außer dass ich schuldig bin. Und ich will ihn ihm glauben lassen. Bisher verlegte ich mich auf Schweigen. Wusste ich doch nicht, ob Madelon noch an mich glaubt. Jetzt weiß ich es, dank euch. Jetzt weiß ich, dass sie weiter an mich glauben wird, dank euch. Und jetzt soll mit mir geschehen, was da will. Oh ja, sie haben da verschiedene Gerade, um zu erfahren, was sie wissen wollen. Du bist doch schuldlos, Olivier. Du kannst nicht gestehen. Freilich bin ich schuldlos und ich werde gestehen. Beim ersten Grad gestehe ich den Mord an Meister Cadillac. Beim zweiten den an allen Kavalieren, die man je tot und ausgeraubt gefunden hat. Beim dritten Grad, wenn ich ihn überlebe. Du fürchterlicher, hirnverbohrter Bursche. Und Madelon wird wissen, dass ich unter Folterzwang gestanden habe. Dinge gestanden, die ich nie beging. Und Madelon wird weiter an mich glauben. Und Madelon wird nie die ganze Wahrheit wissen. So sage doch nur die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit würde keinen Glauben finden. Ich würde ebenso zum Strick verurteilt und Madelon und meine Madelon. Ich bitte euch, liebes Fräulein, fragt nicht weiter. So wie es wirklich war, darf niemand wissen. Verlasst mich jetzt, wenn ich bitten darf, verlasst mich jetzt und tröstet Madelon. Nein, ich verlasse dich nicht. Ich will die ganze Wahrheit wissen. Ich frage weiter. Warst du es, Olivier, der mir das Kästchen mit dem Schmuck ins Haus gebracht hat? Ich war's.
Hat ich nicht recht mit Bitten, fragt nicht weiter. Genügt's nicht, dass ich der Mörder bin? Nun gut, ich bin auch Dieb. Seid ihr's zufrieden? Zufrieden bin ich erst, wenn ich die Wahrheit weiß. Warum hast du den Schmuck zu mir gebracht? Schrieb ich es nicht dazu. Es liegt ein Fluch auf diesem Schmuck. In was bestand der Fluch, der auf dem Schmuck lag? Er brachte allen Unheil, die ihn trugen. Mach mich nicht ärgerlich. In was bestand das Unheil? Dass sie die Pocken kriegen? Oder was? Dass sie ermordet auf der Straße lagen. Ermordet? Ermordet und beraubt. Des Schmucks beraubt. Von wem? Von dir? Nein, nicht von mir. Ich frage dich um deine Rettung willen. Von wem? Meiner Rettung willen, sag doch mein Verderb. Zum ewigen Verderb für mich und Malon. Ihr wollt die Wahrheit hören. Ihr glaubt, die Wahrheit könnte mich erretten. Ihr irrt. Die Wahrheit ist Verderb für Malon. Ich bitte euch, fragt nicht weiter. Lasst mich. Ich lass dich nicht und frage weiter. Du liebtest und verehrtest deinen Meister Cadillac. Der Goldschmied Cadillac, mein Meister und mein Vorbild, war der größte Künstler unseres edlen Landes. Das weiß ich, das ist allbekannt. Liebtest du ihn? Ach, wie jeder große Künstler hat er seine Launen. Nun, Launenhaftigkeit ist noch kein Vorwurf. Er schuf die wundervollsten Werke. Doch wenn er sich von ihnen trennen sollte, erfand er tausend nichtige Gründe, Ausflüchte, um sie bei sich zu behalten. Auch das ist mir bekannt, das ist verzeihlich. Wenn aber Cadillac mit Ächzen und mit Stöhnen, vielfach bedrängt, sogar bedroht, nun endlich ein Juwel dem Auftraggeber abgegeben hatte, verfiel er tagelang in dumpfes Grollen, sprach nicht, aß nicht und wollte von nichts hören, schloss sich mürrisch in sein Zimmer ein. Nun, das nimmt man in Kauf bei einem alten Mann, solange nur der Frieden im Hause nicht gestört ist. Wir waren eng ins Haus gebannt, wir drei. Der Meister Cadillac, die holde Madelon und ich. Wir hörten nichts vom Treiben dieser Welt. Nur manchmal drangen wirre Stimmen bis zu uns von grauenhaften Morden auf der Straße, beraubten Toten nächtlich aufgefunden und alle mit demselben Dolchstich in der Brust. Ihr konntet froh sein, nichts davon zu hören. Glücklich, wer abgeschlossen still im Hause lebt. Und jedes Mal nach einer solchen Schreckensnachricht veränderte Meister Cadillac sein Wesen. Glückstrahlend schien er wieder, aufgelegt zu scherzen. Die neue Arbeit flog ihm von der Hand. Bis zu dem Augenblick, wo sich der Auftraggeber meldete, um das vollendete Juwel an sich zu nehmen. Gewiss, so wie es einmal war, so war es immer. Und immer wieder drangen wirre Stimmen in das stille Haus, von immer neuen Schreckenstaten. Und jedes Mal war Cadillacs verdrossene Miene heiter. Ich sehe hier nur Zufall, nicht Zusammenhang. Und ich sah nichts als Madelon und unsere frohe Zukunft. Doch eines Tages entdeckte ich ein Kästchen aus blankem Stahl und ziseliert. Dasselbe Kästchen? Ja, dasselbe. Ich kannte den Verschluss. Die Neugier trieb mich. Ich öffnete das Kästchen und was sah ich? Das Kästchen angefüllt bis an den oberen Rand mit edlem Schmuck. Mit Diamanten, bunt wie Regenbogen, Smaragden und Opalen, Saphir und Rubin. Und alles Schmuck aus unserer eigenen Werkstatt. Woher denn sonst? Es gab nur einen Meister Cadillac. Und alles Schmuck, den Cadillac schon abgeliefert hatte. Mit Ächzen und mit Stöhnen, unter tausend Vorbehalten, nach vielem Drängen. Ich kannte Stück für Stück von diesem Schmuck und wusste, dass ihn Cadillac längst abgegeben hatte. Vielleicht hat Cadillac ihn jeweils doppelt hergestellt. Ich wusste auch, wer ihn bekommen hatte. Und wusste auch, dass es dieselben waren, die man erstochen und beraubt nachts auf den Straßen fand. Olivier! Und als ich schreckensstarr stand, kam Cadillac hinzu, sah mich mit ihrem Lächeln an und sprach: Nicht wahr? Sie sind schon wieder da, die Kinderchen. Sie fanden sich ins Vaterhaus zurück. Ja, freilich. Habe ich ihnen helfen müssen. Sie fanden nicht allein den Weg. Und die noch fehlen, werde ich auch noch holen. So spricht nur ein Besessener. So spricht der Wahnsinn. Wahnsinnig war der Meister Cadillac. Wahnsinnig mordete er nachts auf den Gassen. Wahnsinnig war der Vater meiner Madelon. Und da stachst du ihn an Ort und Stelle? Nicht wahr?
Das wäre zugleich Geständnis und Begründung. Ich tötete aus Mitleid mit dem Irren. Ach, welch kläglicher Versuch, mich reinzuwaschen und alle Schuld aufs Opfer abzuwälzen. Glaubt ihr, der Richter glaubt mir diese Lüge? Die Wahrheit ist, ich tötete ihn nicht. Die Wahrheit wird er dir noch weniger glauben, armer Freund. Am selben Abend brachte ich das Kästchen zu euch. Es durfte nicht im Hause bleiben. Es würde immer neues Unheil bringen. Bei jedem neuen Käufer immer neuen Mord. Wem sollte ich es bringen, wenn nicht euch, dem edelsten und reinsten Fräulein Frankreichs? Bei euch, so dachte ich, würde niemand es vermuten. Auch nicht mein Meister Cadillac, der Vater Malons, der geisteskranke Mörder. Ich danke dir für dein Vertrauen, Olivier. Es ehrt mich. Doch ich schaudere. Ich wollte euch nicht schaudern machen, Fräulein von Sküri. Konnte ich denn wissen, was noch erst geschah? Ich war bei Tageslicht vom Hause weggegangen. Das Kästchen unterm Arm. Die Pfundnersleute an der Pforte fassten keinen Argwohn. Ich wartete bis Mitternacht und später. Ich weckte eure Dienerin, die Martiniere, und drängte ihr das Kästchen auf. Oh ja, das wisst ihr ja. Oh ja, das weiß ich wohl. Damit begann das Rätsel. Die Maréchaussee begann, die Straßen abzusuchen. Und ich entfloh, so rasch ich konnte, nach unserem Haus zurück. Und fandest das Haus verschlossen? Ich wollte auf der Straße warten, in einem dunklen Winkel, bis der Tag anbrach. Die Nacht war tief und dunkel. Kein Mensch, kein Fußtritt weit und breit. Die lange, fugenlose Mauer bot mir Schatten. Ich richtete mich ein, so gut es ging. Ja, ich verfiel in leichten Schlummer. Da weckte mich ein leises Knirschen. Und aus der fugenlosen Mauer tritt ein Gespenst hervor. Fang nicht zu lügen an. Ich glaube nicht an Gespenster. Ein schmaler Durchgang öffnet sich zu unserem Garten. Es war ein kunstvoll angebrachtes Pförtchen, das in zwei Angeln lautlos aufging und sich wieder schloss. Das lügst du, Olivier. Und aus der Mauer tritt Meister Cadillac hervor. In Schlafrock und mit Zipfelmütze. Das lügst du nicht. Bei Gott, das ist die Wahrheit. Ich harre schreckensstarr in meinem Winkel. Nur wenig Schritte von mir harrt der dunkle Schatten, mein Meister Cadillac. Dunkle Schatten. Du liegst nicht. Ich liege lautlos, wage kaum zu atmen, höre nur das Klopfen meines Herzens. Und ebenso liegt unbeweglich still der dunkle Schatten meines Meisters. Da höre ich Schritte nahen, sorglos wie nur ein Kavalier auf Seitensprüngen. Wieso? Ein Kavalier? Ein Adliger? Mit Federhut und Degen, wie es die Adelstracht ist. Er geht an mir vorbei. Er sieht mich nicht. Er naht sich Cadillac, dem dunklen Schatten. Da plötzlich springt der dunkle Schatten auf. Ein Dolch blitzt auf in seiner Hand. Er stößt mit Windeseile zu. Jedoch der Dolch prallt ab. Da dreht der Kavalier sich blitzschnell um. Er fasst mit Fecht gewohnter Hand den Dolch und stößt ihm Meister Cadillac tief in die Brust. Den eigenen Dolch? Den Dolch, den ich ihm schmieden half. Oh, jetzt verstehe ich. Der Kavalier entflieht. Und ich trug meinen Meister durch das geheime Pförtchen ins Haus zurück und wecke Madelon. Und schwer verwundet, sterbend schon, des Wortes nicht mehr fähig, fügt Cadillac die Hände Madelons mit stummem Segen in die meinen. Ja. Nun wisst ihr alles, Fräulein von Scuderi. Ja, jetzt weiß ich alles. Und ich glaube dir. Du sagst die Wahrheit. Was nützt die Wahrheit, Fräulein von Scuderi? Wird sie der Richter glauben? Erscheint sie nicht als schäbigste Verleumdung, albernste Ausflucht, elender Versuch, den Kopf aus dem bereits geknüpften Strick zu ziehen? Sprich mit dem Richter, wie du mit mir sprichst. Er muss dir glauben. Wahrheit ist unverkennbar. Soll ich euch zeigen, wie die Wahrheit klingen wird? Oh, lieber Richter, ich bin nicht der Mörder. Das Opfer ist der Mörder. Der ehrenwerte, hochgeschätzte Meister Cadillac. Oh ja, er hat schon oft vorher gemordet. Um seinetwillen gibt's die Maréchaussee. Und als er wieder einmal morden wollte, kam ich dazu und sah, wie ihn der Angefallene niederstach. Ich brachte ihn ins Haus. Ich, guter Kerl, verbannt und pflegt ihn. Und stellt euch vor, Herr Richter, noch sterbend hat uns Cadillac verlobt. Mich und die holde Madelon, sein Töchterchen. Wie rührend, nicht wahr? Halt ein, Rüffi, halt ein. Warum? Darf ich mich nicht für die Verhandlung vorbereiten? Lasst mich doch proben, wie das klingen wird. Ja, freilich, wer der Angefallene war, der Meister Cadillac zu Boden stieß, das freilich, lieber Richter, weiß ich nicht. Es war ein Herr mit Federhut und Degen, ein Kavalier, ein Adliger. Verzeiht, Herr Richter, es war ein Herr von eurem Rang und Stand. Nein, wie er heißt, das weiß ich leider nicht. Er hat vergessen, sich mir vorzustellen. Und außerdem war's dunkel. Sprich nicht so grauenvoll wie... Wie? Darf ich nicht die pure Wahrheit sagen? Ich fahre fort, wie es klingen wird, wenn ich nicht lüge. Der Dolch
Herr Richter, ja, freilich, den Dolch habe ich selbst schmieden helfen. Und was ich nächtlich auf der Straße suchte, ich hatte gerade gestohlenen Schmuck an sicheren Ort versteckt. Und das geheime Pförtchen an der fugenlosen Mauer. Ich schwöre euch, Herr Richter, ich wusste nichts. Mit einem Wort, ich bin ein Unschuldsengel. Und Meister Cadillac, der geisteskranke Massenmörder. Wer wird das glauben, Fräulein von Scudery? Niemand, Olivier. Und Madelon? Die holde Madelon. Was wird sie glauben? Dass ich den Vater tötete, verleumdete, bestahl und alle Schuld auf ihn, das Opfer schob. Nein, nein. Viel lieber tausendmal schuldlos den Tod erleiden, als Madelon Leib und Seele brechen. Wird Madelon mir glauben, Fräulein von Scudery? Das stärkste Herz hat seine Grenzen. Es überschreitet beinahe Menschenmaß, an dich zu glauben. So bitte ich euch zum dritten Mal. Überlasst mich meinem Schicksal. Tröstet Madelon. Ich bin verloren. Und das Spiel ist aus. Verloren ist nur, wer sich selber aufgibt. Und das Spiel ist noch nicht aus. Noch bin ich Fräulein Scudery, Adel von besten Adel. Noch gelte ich im Volksmund als der hoffnungslosen und bedrückten Trost. Noch habe ich Sitz und Stimme in der Hofgesellschaft. Noch habe ich das Recht, mich an den Souverän zu wenden. Noch habt ihr Privilege, aber nur für euch. Für unser einen gibt's das Blutgericht. Ich sage euch, das Spiel ist aus. Du irrst. Die letzte Karte ist noch nicht verspielt. Wer war der Kavalier, wie du ihn nanntest, der Meister Cadillac erstach und hilflos liegen ließ? Wie soll ich's wissen, Fräulein von Scudery? Ich kenne die Adelskreise nicht. Ich kenne sie. Wie sah er aus? Beschreibe ihn. Wie soll ich ihn beschreiben? Es war dunkel. Ich sah nur Federhut und Degen. Das ist die Adelstracht, sonst nichts. Trug er auf seinem Wams kein Zeichen, kein Wappen? Ein Zeichen? Ein Wappen? Ja, freilich. Etwas sah ich. Es sah fast aus wie zwei gekreuzte Schwerter. Und auch zwei Lilien rechts und links davon. Was soll's? Ich kenne mich im Adelsbuch nicht aus. Ich kenne mich aus. Zwei Schwerter und zwei Lilien. Sonst nichts? Kein Schnörkel? Keine Stickerei? Wie kann man lesen, was verschnörkelt ist? Auf Kirchentüren sieht man manchmal etwas, was einem Doppel-M ganz ähnlich sieht. Mutter Maria heißt es dann. So sah es aus. Gekreuzte Schwerter und zwei Lilien, dazu ein Doppel-M. Ich kenne mich im Adelsbuche aus. Es gibt nur eine Adelssippe dieses Wappens. In dieser Adelssippe gibt's nur einen lockeren Zeisig. Maurice de Murson. Das heißt das Doppel-M. Oh, dieser Feigling, dieser Mädchenjäger, dieser eitle Schwätzer, geschützt durch alle Adelsprivilege. Ich werde ihn... Verlier den Mut nicht, Olivier. Ich lasse dich allein. Doch ich verlasse dich nicht. Man wird dich wiederum in Ketten legen. Sei unbesorgt. Man nimmt sie wieder ab. Auf, Madelon, die Tränen abgewischt. Ich bringe gute Nachricht. Freilich, ganz gut ist sie zwar nicht. Doch was nicht gut dran ist, zählt zur Vergangenheit. Du wirst es Gott ergeben tragen müssen. Die Zukunft aber lächelt dir und Olivier. Vertraue mir und folge meinem Rat. Ich folge euch in allem, edles Fräulein.
Sag mir, was ich tun soll. Nichts, sag ich dir. Es würde dich verwirren. Du bist zur Komödiantin nicht geboren. Und jede Rolle, die du lernen müsstest, spielst du schlecht. Nein, du sollst so sein, wie du bist. Ich bin verlegen, scheu und ungeschickt. So ist es recht. So sollst du sein. In Gegenwart von fremden Leuten erröte ich. So ist es recht, erröte, wo du musst. Ich kann nicht sprechen. Wenn man mich etwas fragt, dann lisple ich. So ist es recht, erröte, lisple, stammle. Doch sollte das Gespräch zu einem Punkte kommen, wo sich in dir das Herz zusammenkrampft, wo dir es wie Schuppen von den Augen fällt, dann lisple nicht mehr, dann schrei. Schrei es in alle Welt, scheu dich vor keinem Wort, schrei, dass es alle hören. Welches Gespräch? Ich kann euch nicht verstehen, mein Fräulein. Du wirst verstehen, Madelon. Ah, er kommt. Wer, mein Fräulein? Besuch. Ich zieh mich zurück. Nein, du bleibst hier. Es ist ein Herr von Mursault, Maurice de Mursault, ein Kavalier. Und was für einer. Ich lud ihn ein, das ist mein Adelsrecht, und er kommt gern. Er weiß, dass ich bei Hof gut angeschrieben bin und er ist nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm sprechen soll. Ich kenne nicht den Ton der Hofgesellschaft. Sprich du mit deinen eigenen Tönen, mit den Tönen deines Herzens, die sind echt. Ich werde schweigen. Edles Fräulein von Sküder. Ach, oh, mein lieber Herr von Mursault, welche Ehre. Mein Salon war ganz verwaist. So lang sah er euch nicht. Ach, Fräulein von Sküdere, es gibt für mein Vergehen keine Sühne. Glaubt mir, es war nur Bescheidenheit und Scheu. Fast möchte ich sagen, Ehrfurcht, die mich fernhielt. Jetzt segne ich die Stunde, da ich mich nahen darf. Die schönste Stunde meines Lebens. Auch uns wird diese Stunde unvergesslich bleiben. Verlasst euch drauf. Gewiss, ich kenne euren Ruf und eure Heldentaten. Mich überrascht nichts mehr. Doch dieses junge Mädchen, Madelon? Oh, Mademoiselle. Verzeiht, ich sah euch nicht. Ihr steht im Hintergrund. Warum so schüchtern? Sie ist befangen, denn sie sah noch nie solch einen Mann wie euch. Verzeiht ihr ihre Schüchternheit? Sie ist des guten Tons noch ungewohnt. Sprich doch, Madelon. Wag dich hervor. Ihr wisst, ich bin... Ihr seid, lasst mich an eurer Stelle sagen, ihr seid charmant. Und ich war bisher blind. Nie sah ich solche Wangen, die erröten Purpurn färbt. Nie solchen sanften Blick der Turteltauben. Und dieses holde Lispeln. Ich lasst ihr nur Zeit, de Mursault. Noch weiß sie nichts von euren Heldentaten. Öffnet ihr euer Herz und offenbart euch. Dann wird sie nicht mehr hilflos lispeln. Ihr seid mein bester Anwalt, Fräulein Sküderi. Wer hätte solchen Schatz bei euch vermutet? Ein Edelstein, dem nur die Fassung fehlt. Ein ungerahmtes Meisterwerk von Bild. Wer wird der Glückspilz sein, der diesen Edelstein in Gold fasst und diesem Bild den rechten Rahmen gibt? Ich bitte euch, Fräulein, lasst mich gehen. Warum, Madelon? Du kennst den Ton der eleganten Welt noch nicht. Ist Herr von Mursault vielleicht ein eitler Pfau, der nur ein Rad zu schlagen weiß, um farbenprunkend vor dir dazustehen? Oh, damit ist sein Wert noch nicht erschöpft. Er ist ein Krieger und ein Held. Und nur Bescheidenheit verwehrt's ihm, sich zu rühmen. Ja. Jetzt seid ihr schüchtern und verlegen, Mursault. Wollt ihr ein Frauenherz gewinnen? Erzählt doch, wie in mancher Schlacht ihr mit der Fahne vorwärts stürmtet und Feinde vor euch niedermähtet. Gewiss, gewiss, so war's. Doch davon spricht man. Welch edles Zartgefühl. Gewiss, der Lärm der heißen Schlacht ist mehr für Männerohren. Doch gibt es auch manch heimliches Erlebnis, wo jemand einer Frau zuliebe Hals und Kragen wagt, wo finstere Nachtgestalten auf ihn dringen und er, auf sich allein gestellt und ohne Zeugen, sich mit dem Schwert verteidigt und eine ganze Räuberbande niedersticht. Um Himmels Willen, Fräulein, wohin zielt ihr? Wer möchte solchen Mann nicht lieben, der unbemerkt von allen, ohne je ein Wort davon zu sprechen, sein Leben für ein Schäferstündchen in die Bresche schlägt? Ich bitte euch, haltet ein, mein Fräulein. Ja, das sind Szenen eines Edelmannes würdig. Da schlagen Mädchenherzen hoch und höher. Seht nur, wie Madelon an euren Lippen hängt und ungeduldig jedes weitere Wort erwartet. Mein Fräulein. Sei ruhig, Madelon, und höre zu. Lass Herrn de Mursault sich offenbaren.
was sie einen stummen Stolz für sich behalten wollte, als eine kaum erwähnenswerte Episode im abenteuerreichen Leben eines Kavaliers. Ja, freilich ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe manch anderes Abenteuer noch bestanden und wollte eigentlich darüber schweigen, vor allem, da der Name einer Frau dabei im Spiel ist. Ach, lasst ihn beiseite, Mürson. Sie ist nicht halb so schön und hold wie Madeleine. Ich bat euch nicht um eure Meinung. Nicht wahr? Jetzt lispelt ihr nicht mehr. So höre ich euch lieber. Die Zeit wird kommen, da ich lispeln werde. In euren Armen, teure Madeleine, ihre Liebesworte. Blickt nicht so streng. Ich weiß, dass Kätzchen Krallen hat. Und manchmal mehr als das. Oh, erzählt nur weiter euer Abenteuer. Nun gut, wenn ihr ein solches Abenteuer hören wollt. Vor kurzem ging ich nächtlich aus. Die Straßen waren still und ausgestorben. Ich trällerte ein Liedchen für mich hin und war so wohlgemut wie jemand. Nun, das wisst ihr wohl. Jawohl, das wissen wir. Wie jemand, der mit einem Schmuck zur Liebsten schleicht. Wenn ihr es wisst, brauche ich es nicht zu verhehlen. Die Nacht war dunkel, doch ich hatte keine Angst. Ich trug ja unterm Wams ein leichtes Panzerhemd. Oh, wie klug von euch. Sehr wahr, sonst wäre ich nicht mehr hier. Und wie ich arglos meine Straße ziehe, zur Rechten eine lange, fugenlose Mauer, da springt ein dunkler Schatten mir entgegen und zielt mit seinem Dolch nach meiner Brust. Der Dolch prallt an dem Panzerhemde ab und ich ergreife ihn mit fechtgewohnter Hand, stoße zurück. Und mir zu Füßen liegt ein Pascha. Wieso? Ein Pascha? Pascha. Ein türkischer Pascha aus dem Morgenlande? So sah es im ersten Augenblick aus. Es war ein alter Mann im Schlafrock und mit Zipfelmütze. Wer weiß, warum er auf der Straße war. Nachtwandel oder Narr. Ich jedenfalls stieß nochmals zu und tötete ihn auf der Stelle. Es war mein Vater, den ihr tötetet. Der beste Vater unter Gottes Himmel. Wie? Euer Vater, Fräulein Madler? Ich bin kein Fräulein. Ich bin die Tochter Kadiaks des Goldschmieds, des Manns, den ihr erstarrt. An euren Händen klebt sein Blut. Ihr seid ein Mörder. Wie konnte ich ahnen? Der alte Mann war Kadiak? Der hochberühmte Meister. Und ihr seid seine Tochter? Mein liebes Fräulein Scuderi, ihr seht mich in der grässlichsten Verlegenheit. Sagt selbst, wie konnte ich ahnen? Nein, ihr konntet nicht. Dass ihr euch eurer Haut erwehrtet und zurückstießt, war euer gutes Recht und Notwehr. Doch warum schwiegt ihr? Warum gingt ihr nicht zur Maréchaussee und meldetet, ich habe einen, der mich überfiel, erstochen. Hier stehe ich, bereit zu jeder Antwort. Aber mein liebes Fräulein Scuderi, ihr wisst, wer es in unseren Kreisen ist. Was man verschweigen kann, verschweigt man. Ich hatte keine Lust zu Scherereien. Vielleicht wäre ein Verdacht auf mich gefallen. Elender Feigling. Aber dass ein anderer in diesen furchtbaren Verdacht geriet. Ach, was ging's mich an, wenn es ein anderer war? Ja, wäre er ein Mann aus unseren Kreisen, ein anderer Kavalier von Rang und Stand, so aber... War es nicht nur ein Geselle, ein namenloser Wicht aus Handwerkskreisen? Wenn er es nicht war, dann war es seinesgleichen. Was tut's? Dann bist du eben mal der Falsche. Was kommt's bei solchen Leuten darauf an? Der namenlose Wicht, von dem ihr sprecht, es ist mein Bräutigam, ist mein Geliebter, Olivier Brousson, den ihr der Folter und dem Flammentod überlasst. Pfui! Cavalier Maurice de Murson! Ihr seht, sie lispelt nicht mehr, meine Madeleine. Das Kätzchen zeigt nicht nur die Krallen, nein, es zaust euch. Sie lässt kein gutes Haar an euch und eurem Adelsschilde. Sie schreit's in alle Welt und wo man bisher einfach Feigling sagte, sagt man in Zukunft feig wie Mürson. Was soll ich tun, Fräulein von Scuderi? Sehr wenig, aber immerhin doch mehr, als ihr in eurem abenteuerreichen Leben bisher tatet. Ihr geht zu La Reynie, dem Richter der Chambre Ardente, und sagt ihm, wie es war. Sagt ausnahmsweise die volle Wahrheit. Seid unbesorgt, man tut euch nichts.
Es war ja wirklich Notwehr. Und Larigny wird euch vertuschen helfen. Er ist ja gleichen Rangs und Stands wie ihr. Und heute Abend noch ist Olivier ein freier Mann. Du aber, Madelon, kehre in dein Haus zurück. Trag das Vergangene mit gutem Mut und Gottergebenheit und sieh der Zukunft froh entgegen. Das Schicksal spielt oft wirr und irr. Wir müssen's tragen. Uns bleibt nur eins: Vertrauen und Glauben. Du glaubtest und vertrautest. Und der Himmel hat es dir gelohnt.